So, Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Und ich hatte bei dem Biggie Eldrazi mal gefragt, ob ihr auch das Mono-White Eldrazi sehen wollt. Und auch hier habe ich eine Menge Pans bekommen. Und ich glaube, sogar unter den Videos sind sogar ein, zwei Kommentare gewesen, die gesagt haben, yo, ist ganz cool, zeig mal. Dementsprechend zeige ich euch jetzt das Mono-White Eldrazi and Texas, wie ich es liebevoll nenne, auch wenn es nicht wirklich mit Texas zu tun hat. Egal. Wir starten mit einem Smash, und zwar dem Reality Smasher. 5 Mana, 5-5 Trampel, Eile Eldrazi, der sagt, wenn er Ziel von einem Zauber wird, den Gegner kontrolliert, dann muss der Gegner eine Handkarte abwerfen, ansonsten wird der Spell gekontert. Er ist einer unserer Beatdown-Plan und ja, er haut auf die Schnauze und das ist so gut, wenn er auf die Schnauze haut und ja, sehr, sehr gut. Dann spielen wir 4 Thought-Not-Seer, alle, ach, beide können wir halt Turn 2 rauskloppen, das ist halt sehr, sehr stark. Thought-Not-Seer ist ein 4-Mana 4-4er, wenn der Spielfeld kommt, sucht wir uns einen Gegner aus. Dieser Gegner zeigt seine Hand offen vor, wir suchen eine Nicht-Land-Karte davon, exilieren diese Karte. Wenn er das Spiel verlässt, darf ein Gegner unserer Wahl eine Karte ziehen. So, jetzt wird es interessant, jetzt fängt der Weißpart an. Wir spielen 2 Eldrazi Displacer. Eldrazi Displacer ist ein 3-Mana 3-3er mit Devoid, das bedeutet, er ist farblos, auch wenn er ein weißes Mana kostet. Und für 3 Mana können wir eine andere Kreatur exilen und sie getappt ins Spiel zurückbringen. Erstens, wir können damit gegnerische Kreaturen tappen. Zweitens, wir können damit unsere Karten vor Removal schützen. Stellt euch vor, der Gegner spielt Swords to Plowshares auf den Smasher, ihr flickert den Smasher und er hat eine Handkarte abgeworfen und den Swords und es passiert trotzdem nichts. Wahnsinnig gut. Auch ganz cool, mit dem Thought-Not-Seer haben wir eine Interaktion. Wenn wir den Thought-Not-Seer in den gegnerischen Draw-Step flickern, bedeutet das, dass der Gegner pro Runde 2 Karten zieht, dann aber seine Hand aufzeigt und wir in der Draw-Step noch ihm eine Karte wegnehmen können. Das heißt, wir können entscheiden, was der Gegner zieht und können so eine Art von Land and Control spielen. Das ist super mächtig, unterschätzt das auf keinen Fall. Ihr müsst nur die Trigger richtig rumsetzen, dass ihr von der Reihenfolge erst discardet, dann der Gegner zieht und somit halt, wenn es von oben nach unten aufgelöst wird, der Gegner erst eine zusätzliche Karte zieht und ihr dann exilt. Super, super mächtig. Wir haben auch noch mehr Interaktionen mit dem Eldrazi Displacer, zum Beispiel Solitude. 5 Mana, 3-2 Flash, Lifelink. Wenn ihr ins Spiel bekommt, exilen wir eine andere Kreatur und der Beherrscher bekommt Lebenspunkte in Höhe der Stärke der Kreatur. Und wir können das Ding evoken. Wir können eine weiße Karte aus unserer Hand exilen und können das Ding spielen, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Mega, mega Interaktion auch hier. Wir können Solitude evoked reinbringen. Der Evoke-Trigger geht auf den Stack. Auf den Stack können wir mit dem Displacer den Solitude flickern und behalten so A unser Solitude und können so B 2 Kreaturen vom Gegner exilen. Und wir können ab dann nächste Runde für jede 3 Mana den Gegner wieder in Spots to Plowshares in die Ohren hauen. Gegen Creature-Decks ist das sehr, sehr vernichtend. Auch eine lustige Interaktion, deswegen habe ich ihn einmal im Mainboard. Containment Priest, 2-2 Flash, Nicht-Token-Kreaturen, die das Spielfeld betreten, die nicht gecastet wurden, werden stattdessen exiled. Das ist nicht nur gut gegen Erdafiole, nicht nur gut gegen Elfen, weil Green Sun saniert, nicht nur gut gegen sowas wie Reanimator. Nein, wir können auch mit dem Eldrazi Displacer gegnerische Kreaturen flickern. Und wenn sie wieder ins Spiel kommen, wurden sie nicht gecastet und bleiben im Exile. Das ist wirklich auch cool und das ist eine Interaktion, dieses Package mit dem Eldrazi Displacer, was der Wahnsinn ist. Kommen wir mal ein bisschen zum White Texas Style. Wir spielen 4 Anchor of Emeria. 3 Mana, 2-3 fliegend. Jeder Spieler kann nur einen Zauber pro Runde spielen und Non-Basic Lands, die der Gegner kontrolliert, kommen getappt ins Spiel. Wenn wir den Turn 1 rausknallen und der Delver-Spieler mit dem Fetchland anfängt, dann hat der Delver-Spieler fast schon verloren. Das ist der Wahnsinn. Es ist, diese Karte ist der absolute Wahnsinn. Und auch wenn wir ihn beschützen können mit dem Eldrazi Displacer, auch so wunderschön. Richtig, richtig cool. Uns stört es nicht, dass wir nur einen Zauber pro Runde spielen können, weil unsere Karten sind eh big. Und wir spielen selten mehr als einen Zauber pro Runde. Außer im ersten Zug, aber da liegt der noch nicht. Dementsprechend ist das voll okay. Und ja, das spielen wir 4-mal. Wenn ihr den einmal draußen habt, ist meistens relativ schnell Ende. Für uns sehr interessant, er kostet ein weißes und 2 farblose. Spielen eine Menge Soullands und dementsprechend spielen wir auch einen Aven Mind Sensor. 2-1, Flash, fliegend und der Gegner darf sein Deck nur die obersten 4 Karten durchsuchen. Wir droppen den erste Runde. Der Gegner spielt einen Fetchland getappt. Wir hauen den Gegner, legen den Land, sagen Go. Unser Gegner darf sein Fetchland jetzt benutzen. Und möchte dann auf ein Basic fetchen, auf das so eine Basic, was er drin hat. Dann flashen wir einen Aven Mind Sensor drüber. Und er findet kein Land. Und er ist raus. Das Spiel ist over. Deswegen Aven Mind Sensor als One-Off sehr, sehr mächtig, sehr stark. Ich mag den in dem Deck. Genauso mag ich Talia, Heretic, Qatar. 3 Mana 3-2, Kreaturen und Non-Basic Lands, die Date kontrolliert, kommen getappt ins Spiel. Einfach nur, um einen Archon Nummer 5 zu haben. Und ja, Kreaturen getappt ins Spiel kommen zu lassen, ist mit dem Smasher auch ganz nett. Ja, und natürlich noch die kleine Talia, weil auch die können wir mal beschwören. 2 Mana 2-1.
Erstschlag, Nicht-Kreaturenzauber kosten einen Mana mehr. Wir haben nicht so viele Nicht-Kreaturenzauber. Dementsprechend tut uns das nicht so weh. Das ist unsere Kreaturbasis. Dicke Eldrazi ist ein bisschen Flicker und der Gegner wird genervt, indem alles getappt ins Spiel kommt oder mehr kostet. Ihr versteht schon, warum ich dieses Deck mag, oder? Ihr versteht schon. Gut. Gehen wir mal zu den Artefakten. Weil ich kann euch jetzt schon sagen, wir spielen hier drin keine Spells, also keine Non-Creature, Non-Artefakt-Spells. Die haben wir ein paar im Sideboard, aber Mainboard spielen wir die nicht. Und wie sich das für so ein Deck gehört, spielen wir auf jeden Fall Chalice of the Void. Diese Karte ist einfach für Stompy-Decks ein Muss. Kostet Doppel-X, kommt mit X-Ladungsmangel ins Spiel, meistens 1. Und immer wenn ein Spieler, nicht nur der Gegner, auch ein Spieler, einen Zauber castet, der umgewandelte Mana-Kosten gleich den Charge-Counter auf dem Ding hat, dann wird das Ding gekontert. Es ist so mächtig, es schaltet halt alles ab, was 1 kostet. Und die meisten Leute spielen halt nur auf 1 und ach, so schön, so mächtig. Ähnlich nervig für den Gegner sind 2 Thorn of Amethyst. Das sind Talia Nummer 5 und 6. Non-Creature Spells kosten einen Mana mehr. Ist halt ein bisschen relevant. Viele Leute spielen hier eine Trinisphäre, was alles 3 kostet. Ich persönlich finde einen Thorn of Amethyst einfach cooler, weil wir können halt Thorn of Amethyst, Talia und noch was haben. Und für mich kostet es alles 3-4 Mana mehr. Und das ist halt schon ganz stark. Trotzdem komme ich nicht umher, eine Trinisphäre zu spielen. Sie sagt halt, wenn irgendwas keine 3 Mana gekostet hat, kostet es dann 3 Mana. Das heißt, ihr macht das so am Ende des Spells. Überlegt ihr euch, habe ich jetzt 3 Mana bezahlt? Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt 3 Mana bezahlen. Das ist die Trinisphäre. Dann haben wir noch ein paar andere Artefakte. Wir haben einmal eine Umhildsa-basierte, einfach random mitten im Deck, weil sie auch sehr stark ist mit Talia und den ganzen Erschlag-Kreaturen und Fliegern, die wir haben. Ist eine 2-Mana-Ausrüstung, die für 2 Mana ausgerüstet werden kann. Wenn sie Meta Schaden zufügt, legen wir 2 Marken da drauf. Wir können eine Marke runterlegen, um der ausgerüsteten Kreatur +2/+2 zu geben oder irgendeiner Kreatur -1/-1, was schon sehr, sehr stark ist. Oder wir können 2 Leben bekommen. Auch das wirklich cool. Es gibt Matchups, gerade die Creature-Matchups, die dieses Ding einfach gewinnt. Dann haben wir eine Mischung aus verschiedensten Moxen. Wir spielen 2 Mox Diamonds. Es gibt Decks, die 4 spielen. Ich persönlich bin mit 2 ganz glücklich. Ich bin am überlegen, ob ich einen dritten spiele. Für den dritten habe ich aktuell noch ein Substitut drin, weil ich aktuell einfach noch keinen dritten habe. Das Substitut, was ich habe, ist ein Lotus Palace. Das ist nicht ganz so gut. Es macht nur einmal Mana. Dafür muss ich kein Land abwerfen. Aber das könnte auch ein dritter Mox Diamond sein. Und als One-Off-Tage zum Searchen. Surprise, wir können was searchen. Mox Diamond. Wir haben nicht viele Artefakte, wie ihr seht, aber wenn der rausgesucht wird für Mana, dann ist es meistens auch worth it. Dementsprechend spiele ich den ganz gerne einfach noch zusätzlich. Es gibt Leute, die spielen dann hier statt den Thorn of Amethyst 4 Mox Diamonds plus den Mox Opal. Das fand ich ein bisschen zu viel an Mana Sources. Dementsprechend bin ich da runtergegangen, weil wir spielen echt eine Menge Länder. Wir spielen echt eine Menge Länder. Fangen wir mit den Basics an. Wir spielen 5 Ebenen. Ich bin diesmal dazu übergegangen, habe verschiedenste Basics genommen. Manche voll, manche non-voll, aber alle Full-Art irgendwo. Und ja, Basic Land muss ich nicht viel zu sagen. Wenn ihr den Regeltext lesen wollt, da habt ihr den. Könnt ihr kurz pausieren. Das ist der Regeltext von Basics, deswegen mag ich diese Basic Lands. Dann haben wir natürlich Soul Lands. Wir spielen 4 Ancient Tombs. Ein Land tappen für 2 Mana, für 2 Farblose und wir kriegen 2 Schaden. Aber wir spielen natürlich auch mehr Soulländer. Und zwar spielen wir noch 2 City of Traitors on top. Auch das können wir tappen für 2 Mana, müssen es aber opfern, wenn wir ein anderes Land spielen. Ja, ist halt Länder. Länder sind halt wichtig. Dann, wir spielen ganz viel Human, ganz viel Eldrazi. 4 Carven of Souls. Auch da für weißes oder farbloses Mana sehr, sehr nett. Wenn wir ins Spiel kommen, sagen wir einen Crown 2-Typ an. Human und Eldrazi. Wir kriegen ein farbloses Mana oder ein Mana beliebiger Farbe, weiß. Und wenn wir dieses Mana für Kreaturenzauber mit dem Kreaturentyp benutzen, dann kann er nicht gekontert werden. Sehr, sehr mächtig. Dann, wie sich das für so ein Deck gehört, 3 Wastelands. Keine 4, habe ich keinen Platz für gefunden, aber 3 Wastelands. Wir können damit tappen wir ein farbloses, was ganz nett ist manchmal. Oder wir zerstören eine Non-Basic Land, um den Gegner weiter nach hinten zu treiben. Gerade wenn er getappte Fetchländer hat, tut das richtig weh für den Gegner. Dementsprechend sehr nice. Das Deck spielt einen Karakas. Natürlich spielt das Deck einen Karakas. Tappen für ein weißes oder tappen, wir bringen eine legendäre Kreatur zurück auf die Hand. Damit können wir den Talia beschützen und die andere Talia beschützen. Oder wir können vom Gegner legendäre Kreatur zurück auf die Hand bouncen, was auch sehr, sehr mächtig ist und meiner Meinung nach wichtig im Legacy. Dann habe ich gerade eben schon vom Tutorial geredet. Wir spielen 3 Ursas-Sagas. Natürlich kein Deck, was ich in letzter Zeit vorgestellt habe, kommt ohne Ursas-Saga aus. Ist ein Land, Verzauberung, Ursas-Saga und sie kommt mit einem Lore-Counter ins Spiel oder bekommt einen Lore-Counter nach der Draw-Step. Beim ersten Lore-Counter das Tappen für ein farbloses. Beim zweiten Lore-Counter kriege ich das
zusätzlich tappen, wir kriegen ein 0-0 farbloses Konstrukt-Artefakt-Token. Und dieses Artefakt kriegt +1/+1 für jedes Artefakt, was wir kontrollieren. Und bei 3 können wir unser Deck nach einem Mana-Kosten von Artefakt nach Mana-Kosten mit 0 oder 1 durchsuchen ins Spiel bringen. Sind bei uns im Mainboard nur die Moxe. Und dann spiele ich noch 2 Silent Clearing. Es ist ein Land, das wir tappen können für ein weißes oder schwarzes. Das ist sogar ein bisschen relevant. Und tappen, wir opfern das Ding und ziehen eine Karte. Bisschen relevant ist, weil ja, es steht Mono White im Text. Eigentlich haben wir ein paar schwarze Sideboard-Karten. Aber das ist ja egal. Selber Grund, warum wir einen Cave of Coilos spielen. Erstens, wir können es tappen für ein farbloses. Zweitens, wir können es tappen für ein weißes. Drittens, wir können es tappen für ein schwarzes. Auch das für Sideboards ganz relevant. Man kann hier auch die Desert spielen, die auch tappen für ein weißes hat ein Leben verlieren lässt oder tappen für ein farbloses. Und man kann eine Desert opfern, um Kreaturen +1/+1 zu geben. Ich habe mich jetzt für die Callus entschieden, weil ich halt so ein bisschen schwarz im Sideboard habe. Man muss es nicht. Man kann auch ohne das spielen, dann eben hier die, die Dings spielen, was vielleicht sogar cooler ist. Weil mein Schwarzblash ist echt minimal und man kann ihn auch ersetzen. Aber den zeige ich euch jetzt, wenn wir in Richtung Sideboard gehen. Mein Schwarzblash läuft sich auf eine Leyline of the Void. Wenn sie in der Starthand ist, können wir sie ins Spiel bringen und jede Karte, die den Gegner in den Friedhof geht, wird removed. Die spiele ich aus dem Grund heraus, weil man normalerweise 3 Fairy Macabre spielt, ich aber nur 2 besitze. Ist eine 3-Mana-2-2 Kreatur mit Fliegen, die man abwerfen kann, um 2 Karten im Friedhof zu removen. Das ist halt relevant, weil es A durch Chalice durchgeht, weil es nicht Surgical ist und B geht es halt durch Trinisphäre durch, was auch sehr, sehr gut ist und Talia. Und sie ist keine tote Handkarte wie die Leyline. Manchmal mulligant man eben auf sie in bestimmten Matchups und da nehme ich die Leyline mit rein. Wenn ich jetzt nur gegen Uro oder ähnliches spiele, nehme ich nur die beiden Fairies mit rein. Aber wenn ich wirklich gegen Turn 1, Turn 2 Rapture Deck spiele, dann nehme ich die Leyline mit rein. Das ist so aktuell meine Strategie. Und dann habe ich mir gedacht, fuck off, ich spiele noch 2 Plague Engineers. Die könnten auch ein Holy Light sein. Holy Light macht allen nicht weißen Kreaturen -1/-1 bis Ende des Zuges. Draco Engineer, wir haben mit den Moxen und mit den Schwarz-Weiß-Ländern eigentlich genug schwarze Mana-Quellen, um einen 3-Mana-2-2 Death Touch zu supporten. Wer sagt, wenn ein Spiel bekommt, sehen wir uns Kreaturentyp aus. Human, Elves, Goblins und Kreaturen, die jeder kontrolliert mit diesem Kreaturentyp -1/-1, juckt uns dann halt nicht und unsere Humans, was sehr, sehr stark ist. Dann haben wir noch ein paar One-Offs. Wir haben noch einen Elderswarm Canonist, 202-2. Jeder Spieler darf nur einen Nicht-Artefakt-Zauberbrunnen spielen. Auch hier juckt uns relativ wenig. Ähnlich wie der Emiri, ist einfach nur als zusätzlicher Emiri da. Ein zusätzlicher Containment Priest, einfach nur gegen Creature-Based Matchups wie Goblins, Elfen, Death and Taxes, wo wir einfach auch die Flicker-Effekte haben wollen und der einfach auch eine gute Karte ist. Dann haben wir ein Break Ties. Ein weißes, 2 farblose. Wir suchen uns aus, wir können entweder ein Artefakt mit Verzauberung zerstören oder eine Karte aus dem Friedhof exilen. Auch hier wieder Exile aus dem Friedhof wichtig. Und das Ding hat Reinforcement. Das bedeutet, wir können es für ein weißes Mana abwerfen, um eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur zu legen. Das kann ein Combat-Trick sein. Dementsprechend spiele ich die über Disenchant. Finde ich sehr, sehr cool. Dann haben wir 2 Fate Absis. Absence. Super coole Karte. 2 Mana Instant, wir zerstören Artefakt oder Planeswalker und der Beherrscher investigated. Wenn er einen Clue-Token bekommt und das aktiviert, muss er 2 Mana bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Großartig für uns. Er benutzt einfach 2 Mana für Müll und wir können das Ding durch einfach einen doofen Chalice spielen und können damit eine Kreatur oder einen Planeswalker zerstören. Gerade Planeswalker-Zerstörung ist so mächtig. Wenn er jetzt allerdings sowas wie Globodep spielt, also dicke Viecher, die wir jetzt nicht unbedingt alle blinken können, haben wir auch noch Blessed Alliances, 2 Mana. Wir suchen uns 1 aus, ein Spieler unserer kriegt 4 Leben, wir tappen 2 Kreaturen, was auch sehr gut sein kann für den Final Push. Oder der Gegner opfert eine angreifende Kreatur, das targetet nicht, was ganz nett ist. Und auch die 4 Leben gegen Burn ist manchmal ganz nett zu haben. Ja, dann haben wir noch gegen Control Cataclysm, einfach nur, weil es uns meistens nicht juckt, wenn wir eine Trinisphäre liegen haben, einen Soulland und irgendeine Kreatur, die beim Metaländer getappt ins Spiel kommen lässt. Easy. Cataclysm, Gegner ist super weit hinten dran, wir sind super weit vorne oder eine Talia und einen Scorn und das läuft, das ist easy. Damit kann der Gegner nicht mehr viel machen. Und dann haben wir noch ein weiteres One-Off, und zwar Gideon, Alley of Zendikar. Das ist ein 4-Mana-Planeswalker, mit dem ich 4 Marken reinkommen, +1, er wird zum 5-5 unzerstörbaren Planeswalker, der keinen Schaden bekommt. Auch das, oh, das tut so weh, wenn der mit dem Smasher zusammen zuhaut. Geil. Für 0 kriegen wir ein 2-2 Night Alley. Das kann halt auch dazu führen, dass der Gegner irgendwann nicht mehr angreifen kann, weil wir so viele 2-2 haben. Und -4, wir kriegen ein Emblem, alle Kreaturen, die wir kontrollieren können, +1/+1. Auch das kennen wir aus dem Deathhawks, kann einfach dazu führen, dass wir das Spiel easy peasy gewinnen, weil unsere Kreaturen so schon mächtig sind. Und +1/+1 ist super schnell, super tot. Ja,
Gehen wir mal kurz zum Deck-Talk. Ich habe mega Bock, über das Deck zu talken. Und das merkt ihr auch, wenn ihr seht, wie viele Karten ich hier rausgelegt habe. Oh mein Gott, es ist so ein cooles Deck. Es ist wirklich cool. Ich liebe ja Death in Texas und ihr, wer mich schon länger folgt, weiß, ich spiele Eldrazi in Texas schwarz-weiß im Modern. Einfach nur, weil diese Interaktion zwischen Eldrazi Displacer, Solitude, Containment Priest und Thoughtlands hier, das hier kenne ich aus dem Modern in- und auswendig. Und wenn der Gegner nicht ein bisschen Ahnung davon hat, was du da tust, rasierst du ihn damit kaputt. Ich hatte Combo-Spieler, die vergessen haben, dass ich sie zerstören kann, weil sie haben dann Karten versucht, oben auf dem Deck zu hiden. Ich habe dann Thoughtlands hier sie Karten ziehen lassen und die Karte trotzdem exiliert, weil sie nicht damit gerechnet haben. Und. Es ist so cool. Es ist die Interaktion davon, die Kreaturen zu removen und alles. Es ist so stark. Und Eldrazi Displays alleine macht so viele Sachen weg. Selbst so Sachen wie Kaldra Complete können von dem Ding komplett beiseite geschoben werden. Es ist so stark. Das ist also dieses Package, das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Deck spiele. Ich bin am Überlegen, ob ich damit mal so ein richtiges Package-Flicker-Deck baue. Aber das muss noch ein bisschen warten, bis ich wahrscheinlich 4 von den Mox Diamonds habe. Aktuell habe ich nur 2. Die sind leider sehr, sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Und ja, da müssen noch 2 her, bevor ich da weitermache. Das ist halt ganz cool. Neueste Adaptionen davon sind halt Ursas Saga. Einfach nur, um noch mehr Konstrukte zu haben und noch unser Deck nach 0 und 1 zu durchsuchen. Im Sideboard haben wir, wie gesagt, normalerweise können wir da halt einiges noch an Nullen und Einsen spielen. Wir haben jetzt gar nichts drin. Juckt uns halt auch nicht. Wir machen einfach große Viecher und hauen den Gegner damit auf die Schnauze. Ist ganz nett einfach nur. Und der Gegner legt unser Wasteland dann da drauf, statt auf irgendwas anderes. Und Chalice of the Void, ja, macht ganze Decks alleine platt. Diese Karten hier sind der coole Kern. Talia kennt jeder, können wir wegtun. Aber diese 3 Karten. Wir können sie durch die Soulländer und durch die Moxe meistens Turn 1 spielen. Und dann legen wir halt eine Talia Reticatar Turn 1 oder wir legen einen Emery Turn 1 oder wir sagen Go, der Gegner fetcht und wir haben eine Art von Stifle in einem mono-weißen Deck. Der Hammer. Es ist so der Hammer. Es macht so viel Spaß und diese One-Offs, die Gegner lesen sie nicht, sie kennen sie nicht und sie sind super schnell einfach überfordert damit gegen zu spielen. So cool. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Sate. Ciao, ciao.